Zähne, sag mich frech ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Frust, dann sing ne 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 ne. Sind die Männer bereit, Hauptmann? Ja, mein König. Dann blast zum Angriff! Attacke! Feuer! Wie soll ich mit diesem popligen Schloss eine anständige Schlacht führen? Ich brauche ein ordentliches Schloss. Nichts mehr drin. Ich brauche mehr Geld! Ich brauche mehr Taschengeld. 50 Cent die Woche ist ausreichend, Henry. Ich bin mit meinem Taschengeld sehr zufrieden. Ich spare sogar das meiste davon. Von Peter könntest du eine Menge lernen, Henry. Sei nicht so gemein, Henry. Jetzt reicht es mir, Henry. Kein Taschengeld für eine Woche. Was? Nein! Ich brauche aber ein neues Schloss. Dann musst du eben dafür sparen, Henry. Aber wie soll ich denn sparen, wenn ihr mir kein Geld gebt? Du könntest es dir verdienen. Verdienen? Hör auf, Henry! Kaputt. Hat ein Loch. Ein Schachspiel. Für was halten die mich eigentlich? Ich brauch dringend noch mehr Sachen. Du siehst teuer aus. Komm zu Henry. Riecht wie ein Babypo. Hast du auch was zu essen? Nein. Wie viel hast du denn schon eingenommen? 37 Cent. Gib das her, wenn du es nicht kaufst. Machst du einen Flohmarkt, Henry? Du kriegst aber auch alles mit, Alf. Die Einnahmen sind für einen sehr guten Zweck. Kinder in Not. Henry, das ist Mamas bestes Parfüm. Ach, sie hat noch so viele Flaschen. Eine vermisst sie schon nicht. Der kostet 10 Euro. Ich geb dir ein. Na gut. Das ist aber Papaschläger. Jetzt hör schon auf zu meckern. Sonst verkaufe ich dich. Orangen, frische, saftige Orangen. Wer gibt mir 5 Heller für diesen schmächtigen Bauern? Er schrubbt die Böden, mistet den Stall aus und er isst nur Schlamm. Das ist es. Genau. Möchtest du dir etwas verdienen, Peter? Und wie? Ich könnte dich als Diener verkaufen. Ich gebe dir 10 Cent dafür. Ist das alles? Na schön. 10 Cent am Tag. Das macht 20 Cent für ein Wochenende. In meine Sparpläne würde das schon reinpassen. Also gut, ich mache es. Super. Setz dich auf die Mauer und sieh arbeitswillig aus. Okay, wer möchte sich einen Diener fürs Wochenende mieten? Er kostet nur 75 Cent am Tag. Oder als Schnäppchen 1,50 Euro für 2 Tage. Was macht er denn so? Alles, was du willst. Er ist ein Diener. Gut, ich nehme ihn. Ist bestimmt cool, jemanden zu haben, der alles macht, was ich will. Wieso bekomme ich nur 20 Cent, wenn dir Bert 1,50 Euro bezahlt? Für Unkosten. Und jetzt geh mit deinem neuen Besitzer mit. Ist ja super. Wenn ich Peter ausbezahlt habe, bleiben mir noch 2,67 Euro. Das lässt sich noch ausbauen. Willkommen bei Kaiser Henry, der allergrößten Kaufhauskette der Welt. Nach Hause. Henry, hast du meine große Parfümflasche gesehen? Nein, ich meine, welche Parfümflasche? Ich dachte, das würde sie nie merken. Und wo ist Peter? Er ist nicht in seinem Zimmer.
Oh, ja, den habe ich verkauft. Was meinst du mit, du hast ihn verkauft? Naja, ich habe alles verkauft, was ich nicht brauche. Und Peter brauche ich sicher nicht. Ich habe ihn an Bert verkauft. Du gehst jetzt auf der Stelle zu Bert rüber und kaufst ihn zurück. Nein, wie konntest du nur? Aber ich will ihn nicht zurück. Henry, du holst jetzt sofort deinen Bruder zurück. Wenn ich König bin, bekommen Eltern nie Taschengeld. Henry! Meine Mutter sagt, ich muss Peter zurückkaufen. Ich gebe dir 50 Cent für ihn. 50 Cent? Ich habe dir aber 1,50 Euro für ihn gegeben. Er ist doch jetzt schon gebraucht. Ich erhöhe auf 60 Cent, aber das ist mein letztes Angebot. Ist sowieso zu spät. Hab ihn verkauft. Was? An wen? An Laura. Sie hat mir 2 Euro für ihn bezahlt. 2 Euro? Der hat mich übers Ohr gehauen. Idiot! Verzeihung, Fräulein Laura. Wir wollen sie nicht mehr, nachdem du sie überall rumgeschmissen hast. Hol uns was zu trinken und verschütte bloß nichts, sonst wirst du dir wünschen, du wärst niemals geboren worden. Ja, niemals geboren worden. Henry, bist du gekommen, um mich zu retten? Nein, das geht nicht. Geschäft ist Geschäft. Bitte! Ich würde alles dafür tun. Du kannst die 20 Cent behalten. Ich zahle dir 50. 1 Euro. Sie ist wirklich gemein. Fast so gemein wie du. Bleib da. Ich gebe dir alles Geld, was ich habe. Na gut. Mal sehen, was ich machen kann. Oh, vielen Dank, Henry. Wo ist mein Getränk? Geh weg, du stehst mir in der Sonne! Meine Mutter sagt, ich muss Peter zurückkaufen. Tja, Pech gehabt. Ich hab viel Geld für ihn bezahlt. Kein Problem. Hier sind deine 1,50 Euro. Ha! Du verschwendest meine Zeit. Ich hab ihn ja angelernt. Er ist mindestens 10 Euro wert. 10 Euro? Ich bezahl doch keine 10... Hey! Und was ist, wenn ich für ihn einspringe? Du? Als Diener? Du wärst miserabel. Ja, miserabel, Henry. Ich wäre hervorragend. Und du könntest mich rumkommandieren. Dich rumkommandieren? Das wär's mir schon wert. Na gut, aber ich will was für mein Geld haben. Gut, versprochen. Ich musste 10 Euro bezahlen. Oh, vielen Dank, Henry. Ich geb's dir wieder. Ich bin frei. Ich bin frei. Du gehörst jetzt mir! Ich komme! Ihre Erfrischungen, meine Damen. Zu spät. Ich muss jetzt gehen. Das hast du jetzt davon. Du musst lernen, dich ein bisschen mehr am Riemen zu reißen. Aber... Und unterbrich mich nicht! Ich begleite Susi jetzt zur Tür. Und dann will ich neue Nüsse, ein erfrischendes Getränk mit mehr Eis und schüttle meine Kissen auf. Kapiert? Kapiert. Okay. Operation Henrys Befreiung ist angelaufen. Dina, mir ist heiß. Fächle mir Luft zu. Wird gemacht, Laura. Fräulein Laura, bitteschön. Ah, schon besser. Wenn du fertig bist, kannst du noch alle meine Schuhe putzen. Sie muss kaputt sein. Vorhin war sie völlig in Ordnung. Oh, hilf mir raus! Hier drüben, Fräulein Laura. Henry, das warst du! Ich hasse dich! Ist doch nicht meine Schuld, wenn deine Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Verschwinde! Verschwinde einfach, Henry! Du bist schrecklich! Aber ich hab doch versprochen, dich zu bedienen. Hau endlich ab! Jetzt bin ich reich. Das ist eine Menge Geld, Henry. Ja, das habe ich verdient.
kaufe mir ein neues Schloss und einen neuen Fußball und ein... Bist du sicher, du hast noch genug übrig? Hä? Was meinst du mit noch genug übrig? Und hier geht's doch gar nicht zum Spielzeugladen. Nein, wir fahren zum Sportgeschäft, wo es Tennisschläger zu kaufen gibt. Und dann fahren wir zur Parfümerie, wo es Parfüm zu kaufen gibt. Dein Geld dürfte dafür genau reichen.